Und herzlich willkommen bei Shazadi spielt und Smack und Sorcery. Neue Aufnahmesession, heißt, ich muss mal wieder erst ein bisschen reinkommen. Schauen, ob die alle noch ihre Tränke haben. Ja. Das letzte Mal waren wir ja ganz gut dabei, hier die Sachen freizuschalten. Hier brauchen wir zum Beispiel jetzt noch Baumwolle. Für die anderen Sachen brauchen wir... Oh, das können wir kaufen. Brauchen wir auch alle wieder die elegante Plattenrüstung. Hier brauchen wir auch Baumwolle. Also wir brauchen erstmal ganz viel Baumwolle. Ob die zwei jetzt schaffen? Ich hoffe es doch inständig. Ja, sie machen es ganz gut da oben. Aber Baumwolle ist leider wenig da. Bis jetzt noch gar keiner. Oh oh. Ich wollte ja jetzt nicht mehr so viel verarbeiten, sondern erstmal das Zeug so lassen. Mal, die haben viel später angefangen und sind schon durch. Und die zwei hier oben trappeln immer noch rum, aber egal, hier kommt wenigstens noch Baumwolle. Wenigstens noch ein bisschen Baumwolle. Dann kann man nämlich noch was freischalten. Müssen aber auch aufs Geld achten. Das war richtig, genau. Ja, komm, jetzt sind die einfach erstmal hierher. So. Geistertränen. Schlachtfeld. Das fliegende U können wir kaufen. Ja. Baumwollstoff. Und hierfür brauchen wir jetzt überall diese Plattenrüstung, diese elegante und noch mehr Baumwolle. So, Baumwollstoff wäre auch noch das Problem. Wir brauchen massenweise Baumwolle. Wir brauchen dafür auch die Geister drin. Ja, super, danke. Na egal, zu spät. Machen auch mal die. Warum steht da bei Manatopf immer, dass das neu ist? Das ist nicht neu. Das haben wir doch schon ewig. Egal. Noelle?
Ne, unten geht Elden vor, oder? Ja, genau. Ach so, sie ist noch. Unten geht Elden vor, richtig. Und Rosalina geht nach. Elden geht vor. Dann kriegt Elden doch auch mal das. So, Plattenrüstung hat sie fertig. Was haben wir da jetzt? Heiltrank, kleiner Heiltrank. Das andere war ein großer Heiltrank wahrscheinlich, ne? Es wird einem irgendwie nicht angezeigt. Finde ich gut, danke. Danke dafür. So, wir kriegen... Hier müssen wir auch noch den Bosskampf machen. Damit wir neue Felder erkunden. Aber ich glaube, die sind dann auch nicht gerade leichter. Und ich finde die Jungs ehrlich gesagt noch nicht stark genug dafür. Ich meine, sie kommen ja hier gerade so mit Affenkraft durch teilweise. Da werden wir sie wohl ein bisschen verleveln müssen. Und für Leveln brauchen wir Kohle. Oh, was haben wir hier gekriegt? Hypnotischer Würfel, hypnotischer Würfel. Wow, wie einfallsreich. Haben wir denn hier Geister drin? Nur einmal, okay. Einmal Geister drinnen. Ja, Wettbewerb ist auch wieder da. Die sollen mal ein bisschen chillen. Ach. Keine Trendfarbe. Flexibilität des Adels. Stil G? Stil GM. Ja. Gucken wir mal, was rauskommt, ne? Oh, Joel? 16. Was müsste Hoshi sein, richtig? 18. Das ist unser Mädel. Oh, die war jetzt nicht so stark. 15. 15, 16, 18. 13. Vier. Die haben voll abgelost, aber mal sowas von. Und hier der dritte und erste sehen ziemlich gleich aus. 13. Ey, bis jetzt sieht's gut aus für uns. Verdammt gut. Ach, da jetzt kommt er. Siehst du, war mir klar. 21. Wir machen uns jetzt alles kaputt. Der auch. Auch 21. Jetzt sind wir nur am dritten Platz. Oh, Hoshi hat's wieder gemacht. Eine Goldmünze, aber immerhin 26 Bewertungen für unsere Sterne. Ja, war ja super. Rosalina noch ein bisschen gelevelt.
Wir bleiben erstmal nur bei kleinen Heiltränken. Wir brauchen ja diese Tränen hierfür, um die Sachen freizuschalten. Oh Gott, wir sind so blank. Können wir irgendwas herstellen? Wir stellen erstmal ein bisschen was her, was wir auch verklippeln können. Ressourcen haben wir ja im Moment ziemlich gut. Jetzt haben wir hier quasi alles einmal hergestellt, was wir herstellen konnten. So. An Klamotten waren das, ja. Dunkles Leder. Was haben wir hier als letztes? Banditenhelm, Kundschafter, Kundschaftermütze. Jetzt noch Kundschafterhose. Haben wir erstmal Ressourcen rausgeballert, ne? Was soll der jetzt? Achso, ja. Es ist warm heute. So. Danach müssen wir wieder Feldzaubererhemd, Feldzaubererhut. Danach müssen wir wieder ganz gut farmen gehen, ihr Lieben. Ein Sumpfstab. Den stellen wir vielleicht mal her hier für unseren Aiden. Vielleicht ist das ja was. Und sie. Ja, ich weiß, dass wir dafür die Geister drinnen brauchten. Aber so what. Boah, die waren ganz schön mies drauf.
Er ist auch fertig. So, jetzt warten wir noch, bis sie fertig ist. Wir haben jetzt auf jeden Fall extrem viel hergestellt. Wie viele Medaillons hat sie noch? Das eine noch. Okidoki. Wir müssen den Schädel des Wissens töten. Der ist hier. Den machen auch die Zweie. Das ist... Ne, Hoshi kriegt den starken Schlag. Wir sollten gleich erstmal die Sachen verkaufen. Wir haben keine Kohle mehr. So, was ist das? Kritische Machtschlagen. Erhöht den Schaden bei einem kritischen Treffer. Wie schaut's denn? Wir haben da gute Sachen gebaut, Leute, ey. Moment mal, Hoshi. Hier wird das sich überall verschlechtern. Ja, aber hier macht er mehr Schaden, mit mehr physischen Schaden, ne? Das ist ja noch stärker, das Medaillon. Die haben ja echt alle. Okay, cool. Nee, dann kriegt er das, weil wir schicken ihn ja jetzt gleich in den Kampf. Hoshi und Noel. Ich gucke jetzt gerade mal durch. Also Schaden machen wir mit nichts mehr. Doch hier Banditenhose. Kundschaftermütze. Ach nee, wir lassen den Kürbishelm da auf. Der ist lustig. Und jetzt gehen wir ihm noch zur benötigt er Level 9, hat er nicht. Was ist denn er für ein Level 8 oder was, ne? Hier war doch was genau, ich wollte gerade sagen. Level 10. Okidoki. Verteidigung. Entschuldigung. Ja, das lassen wir jetzt mal so. Rosalina? Ja, das kann sie ja alles noch nicht tragen. Sie ist Level 7. Level 10. Ja, sie hat aber Fernkampfwaffe.
Ist ja Sperne, Fernkampf oder eine Nahkampfwaffe? So, ja, das gefällt mir so. Noch schauen. Das sieht nicht schlecht aus. Oberteil lassen wir jetzt mal. Also den Sumpfstab, den er hat, ist besser. Mir geht es aber jetzt um die Büchschen hier. 6,9 Verteidigung. Gut. Und er kriegt den noch dazu. So. Jetzt haben wir Geld. So, in den Kampf gegen den Boss gehen. In der nächsten Folge Hoshi und Noelle. So, für Noelle kauft man die Verschlagenheit. Für Hoshi kauft man die starke Rüstung. Für Noelle die gute Gesundheit. So, die zwei sind fit. Wettbewerb ist auch wieder verfügbar. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht beim Zuschauen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo freue ich mich auch immer sehr. Und wir sehen uns in der nächsten Runde Swag and Sorcery, wenn es um den nächsten Bosskampf und um den nächsten Wettbewerb geht. Bis dahin, eure Shazadi. Tschö mit Ö.